YouTube, Twitch, was geht? Hallo, einen wunderschönen. Ja, heute neuen Vlog in dunkler Umgebung. Warum? Man kann sich's denken. Es regnet draußen. Es hagelt sogar. Es schaut nicht. Ich habe ein tolles Mikrofon da oben dran an der Kamera und konnte es bisher noch nicht testen. Beim ersten Mal hatte ich keine Batterie dafür. Ja, moin, grüß dich. Ja, und heute ist halt Tag des Vlogs, Tag der Arbeit. Und ja. Was soll ich sagen? Mit der Kamera rausgehen ist jetzt eher ungünstig, wie ich finde. Ja, worum geht's heute? Ich glaube, also ich glaube wirklich, das wird heute ein kurzer Vlog. Ich sage ja nun wirklich viel. Und zwar wollte ich mich für den oberkrassen April bedanken. Ihr habt ja Rekorde gebrochen, das ist heftig. Also, was ihr da auf die Beine gestellt habt, das ist Wahnsinn. Also, trotz dieser weltweiten Anspannung, sag ich mal, supportet ihr ultra krass und ich finde da keine Worte für. Unabhängig vom Spiel, Shepard das, also Magic. Ihr habt mir sehr viel schon ermöglicht und beim letzten Video habe ich über Hollywood 2.0 gesprochen. Ich denke mal, alle Fragen sind geklärt. Wir sind auch schon ein Stück rangekommen und aber wie gesagt, Zutsche. Ne? Jetzt Tommy würde sagen, es ist der Muted Mai. Mal gucken, was der Muted Mai mit sich bringt, nachdem es ja der stille April war. Ich bin gespannt. Also nicht nur das, was passieren wird, sondern das, ja, also ich weiß nicht, also ich finde gerade keine Worte dafür. Also diese bedingungslose Liebe ist so heftig einfach. Wir haben so viel Spaß und so viel Zeit mit. Wir haben, glaube ich, fast 300 Stunden gestreamt in den letzten 30 Tagen. Aber ich habe keine Sekunde bereut. The Last of Us haben wir durchgebracht, nach einmal 7 Stunden, einmal fast 12. Wir haben bis morgens um 7 gezockt, ja moin. Weil das Spiel einfach so fesselnd ist. Das ist so heftig, es macht so viel Spaß. Und auch heute ist es so, dass ich wieder nicht wusste, scheiße, was spielst du denn heute Abend, ne? Jetzt kann ich sagen, es wird Pummelparty. Pummelparty, es ist Feiertag, so ziemlich jeder hat Zeit. Danke an die Ehrenmänner da draußen, die an diesem Tag arbeiten müssen. Auch die ehrenamtlich unterwegs sind oder Feuerwehrleute, Polizisten und so weiter, die sich das nicht aussuchen können und am Feiertag ran müssen. Oder auch die Schichtarbeiter. Wir fangen so 20:30 an. Dann sind die meisten Leute am Start, so Primetime. Vielleicht kommen wir vorher schon ein bisschen online, bisschen quatschi-quatschi. Müssen wir mal gucken. Und ja, das quasi heute. Morgen Abend versuchen wir Red Dead Online zu zocken auf PC. Eine Voraussetzung dazu wäre quasi, dass ich noch Teamspeak habe, dass wir uns absprechen können. Und sollte das, warum auch immer, quasi, weil wir es halt noch nie gezockt haben, nicht klappen, würde ich dann halt eben solo weiterspielen. Vielleicht spiele ich auch heute Abend noch nach Pummelparty quasi Red Dead weiter. Mal gucken, wie das Spiel ist. Also, ich habe es bisher nur in anderen Streams gesehen und habe aber relativ schnell wieder ausgeschaltet. Weil ich mich selber nicht spoilern wollte. Ich glaube, das kann ganz schön lustig werden. Wir werden mit ein paar Leuten unterwegs sein. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Zu unserem Spieleplan ist es quasi so, dass wir. Also, ich plane jetzt nicht jeden Tag. Ich finde, so ein Sendeplan ist blöd. Aber auf jeden Fall ist Pummelparty dran. Red Dead online, sowie Solo. Anno spielen wir, denke ich mal, auf jeden Fall noch. Und. Nachdem wir Red Dead 2 zu Ende gebracht haben, werden wir Red Dead 1 spielen auf PlayStation 3. Und ich habe halt noch die Solo-Kampagne von MW2. Das ist jetzt erstmal so für die nächsten Tage, sag ich mal, so ein bisschen unser Roadtrip. Need for Speed Heat natürlich, klar, gar keine Frage. Und vielleicht mache ich nochmal, das hat mich auch so ein bisschen gejuckt, vielleicht mache ich nochmal einen Abend mit Until Dawn. Ich habe es zwar schon ein paar Mal durchgespielt. Aber diese Entscheidung treffen und so ein bisschen Horror und diese Charakterstärke, sag ich mal, diese, man verbindet sich ja wirklich mit den einzelnen Leuten, das sagt mir wirklich zu. Und wenn wir gut sind, brauchen wir knapp 10 Stunden dafür. Und ich sag mal, wenn wir um, weiß nicht, kurz nach 18 Uhr sowas anfangen, könnten wir das theoretisch sogar am Stück durchzocken. Wäre auch nochmal eine Idee. Ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, jo, okay, oder eher so, nee, was, hast du schon oft genug gespielt, lass es lieber sein. Wobei ich natürlich ein Freund davon bin, das zu zocken, worauf ich Bock habe, aber ich bin mir noch unsicher. Ich kann euch auf jeden Fall noch verraten, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Sub-Badget quasi designt wird für den zweiten Monat. Das gibt es ja noch nicht ganz so lange. Und ja, sobald es quasi, warte, ich check das mal eben, sobald das quasi
verfügbar ist, werde ich das natürlich sofort hochladen. Und das ist ja immer das, was eigentlich so ziemlich instant da ist. Das wäre natürlich sehr nice. Ja, bezahlt habe ich schon, aber nee, wurde noch nicht geliefert. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das quasi dazu. Nachdem das Sub-Badget fertig ist, wird es einen neuen T3-Emote geben. Also das wird dann designt, also ich nehme an, das wird nächste Woche. Und ja, es wird wie gesagt noch viel passieren. Also ihr habt das jetzt vielleicht schon seit 2, 3 Tagen gesehen. Wir haben jetzt auch Better Twitch TV-Emotes, 50 Stück an der Zahl. Normalerweise gibt es, glaube ich, 5 in etwa. Aber ich habe gleich gedacht, wir sind so ein geiler Kanal, so eine geile Firma. Ich butter da jeden Monat ein paar Euros hin und dann können wir 50 nehmen. Habe ich Bock drauf. Und wurde auch schon angenommen. Also es spricht sich so langsam rum und ja, ich freue mich, weil ich habe gesagt, es wird dieses Jahr scheppern, also das Jahr 2020. Und das war halt eins, was, ich glaube, vorgestern auf der Agenda stand. Und ja, es wird noch viel passieren. Also nicht nur Hollywood 2.0, designmäßig wird was kommen, neue Spiele werden kommen, Konsole nehme ich an, wird kommen. Es wird noch einiges passieren. Da sind wir schon wieder bei einem Thema, was einerseits lästig ist, weil es keiner mehr hören kann. Andererseits aber auch was, was mich privat natürlich auch trifft, sowohl finanziell natürlich auch, auch wenn sie es jetzt angehoben haben, zum Juni, glaube ich, aber auch was die Streams angehen. Momentan ist es ja so, dass wir fast jeden Tag einen Nachmittagsstream machen, außer wenn ich jetzt einkaufen bin, Oma hat was, dies, das. Und dann halt eben abends. Wir fangen ja irgendwie so, weiß nicht, zwischen 18 und 20 Uhr an. Heute halt einen Tick später, weil die Jungs dann noch nicht am Start sind. Vielleicht aber auch früher ein bisschen Just Chatting vorher, man weiß es nicht. Und das wird sich, denke ich mal, in Zukunft auf jeden Fall wieder ändern. Irgendwann werde ich wieder arbeiten müssen. Oder dürfen vielmehr ja auch irgendwo, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und dann werden die Nachmittagsstreams auf jeden Fall wegfallen. Und abends wird es so sein, dass wir halt nicht um 18 Uhr oder sowas anfangen, weil wenn ich schwierig habe, muss ich bis 20 Uhr. Ja, dann wird das erst 9, Viertel nach 9 in etwa was. Und dann, ja, erst spätestens um 1 Schicht im Schacht. Jetzt ist halt das Geile, wir entscheiden, wann Schluss ist. Ne? Wir entscheiden, wenn wir anfangen. Und wenn wir meinen, wir zocken so ein Spiel wie Last of Us und sind bis morgens um 7 dabei, ja, dann zocken wir bis morgens um 7, mein Gott. Wobei ja meistens immer so 4 Uhr ungefähr so die Deadline ist. Kommt halt auch immer drauf an, wie macht's Bock, welches Spiel ist es, dies, das, ne? Und ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Gestern haben die sich ja wieder getroffen. Und für größere Geschäfte, also über 800 Quadratmeter, wurde die Entscheidung quasi auf den 6. Mai. Also ich glaube, das müsste nächste Woche Donnerstag, ne? Mittwoch, Entschuldigung. Nächste Woche Mittwoch. Treffen die sich quasi wieder und beraten dann, wie es mit größeren Geschäften weitergehen soll. Aber die Kontaktbeschränkung ist noch bis nächste Woche Sonntag. Das heißt, wir haben also ja noch gute 1,5 Wochen, wo wir genauso weiterziehen können wie bisher. Und einerseits freut mich das, andererseits bin ich auch wieder, na, traurig will ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, wie sehr das die Menschen beschäftigt, viele leiden darunter. Viele, ja, die mit 6 Mann gefühlt zu Hause sind oder Frau, Kind und oder auch 2 Männer, 2 Frauen mit Kindern, wie auch immer, ganz egal, sitzen zu Hause, sag ich mal, und die Decke fällt einem auf den Kopf. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Ich brauche eher mehr Zeit als weniger. Aber ich muss sagen, ist schon geil. Also Stream selber, sag ich mal, wird für viele ja als Arbeit angesehen. Das finde ich nicht so. Klar, es ist aufwendig, es erfordert viel Zeit und Leidenschaft. Es kostet Kraft, gar keine Frage. Aber ja, viele meinen ja so, Hobby zum Beruf machen ist halt so eine Sache, ne? Kommt vielleicht eines Tages, man weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, weil ich merke auf jeden Fall schon die ganzen Wochen, die wir jetzt so einen Plan durchziehen. Es macht übelst Spaß. Und wenn man dann nach so einem Stream quasi das nochmal Revue passieren lässt, was schon wieder passiert ist, auch gestern jetzt als Beispiel, haut André da nochmal 5000 Bits raus. Ich meine, lol, André, moin, moin. Krass. Also, es kommt super, super viel Liebe von euch und ich bin mega dankbar dafür. Ich hoffe, ich kann durch diese
ähnliche Transparenz, die ich nun mal an den Tag lege, sagen, was ich alles vorhab, was wir machen. Heute Abend ist vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack auch auf Hollywood 2.0. Ich meine, Pummelparty ist ja nichts anderes als Mario Party so ein bisschen. Und ja, diese zweite Kamera mit allen drum und dran ist ja auch wieder so, dass wir auch Gesellschaftsspiele zocken. Wir haben einen zweiten Kamerawinkel. Ich habe mir vielleicht selber so ein bisschen im Kopf gesetzt, nochmal eine Nintendo Switch zu holen. Ich sage ja immer so aus Jux, ich will mal Animal Crossing streamen. Ich glaube, ich würde das aus Jux wirklich mal machen. Ich habe, wie gesagt, noch viel vor mit euch, beziehungsweise ich möchte euch viel bieten. Ich denke mal, was die Entwicklung angeht oder auch die Qualität, Bild, Ton, dies, das, haben wir schon echt einiges gerissen, wirklich. Und ja, ich mache weiter auf jeden Fall. Ich habe noch viele Gedanken, viele Sachen vor. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Weil es einfach wunderschön ist. Schade, dass Twitch die letzten 2-3 Tage doch ein bisschen Auge macht, was die Performance angeht. Also nicht meine Internetleitung tatsächlich, sondern dass Twitch überlastet ist, Chat und dies, das. Das ist ein bisschen nervig, aber ich lasse mir den Spielspaß nicht nehmen. Auch COD war gestern sehr, sehr lustig tatsächlich. Und ja, gucken wir mal, wie es die nächsten Tage weitergeht. Also bis zum 10. Habt ihr mich auf jeden Fall noch ordentlich am Hals. Und dann gucken wir mal. Also ich glaube ehrlich gesagt, das wird noch länger dauern. Weil die ja gesagt haben, bevor wir alle Geschäfte aufmachen, müssen wir erstmal nach Schulen und Kitas und Co. gucken. Und ja, vielleicht wird es ja sogar verlängert. Einerseits freue ich mich natürlich, weil den kann ich genauso weitermachen wie bisher auch. Andererseits habe ich natürlich auch einen tiefen Respekt vor den Leuten, die natürlich sagen, ey, Mensch, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, ich muss raus. Ich weiß, Kindern, denen fällt die Decke auf den Kopf und sowas. Das kann ich alles nachvollziehen. Deswegen ist es für mich einerseits ein Segen. Ja, ein Fluch würde ich jetzt nicht sagen, aber ich stehe halt so dazwischen. Einerseits möchte ich das jeden Tag machen, andererseits denke ich mir auch so, es funktioniert halt auch nicht. Aber ich sag noch nicht. Also ich bin frohen Mutes. Ich habe Bock darauf, durchzustarten. Wir starten ja schon durch, lol. Also ich sag mal, seit Oktober machen wir wirklich so eine Kurve. Und da möchte ich mich nochmal speziell an mein Moderatorenteam bedanken, die die letzten Tage auf jeden Fall mehr zu tun hatten, als es zu Anfang meiner Streaming-Zeit quasi war. Ich möchte den bekannten Streamer-Kollegen danken. Ich glaube, ich brauche nicht jeden aufziehen. Ihr wisst ganz genau, von wem ich spreche. Ich weiß, dass du dich gerade angesprochen fühlst. Gerade weil du auch ganz oft quasi Werbung in deinen Streams von mir machst. Und ja, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Also, es kommt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach wunderschön. Ja, also wie gesagt, was wir die nächsten Tage machen, wisst ihr Bescheid. Was designmäßig kommt, habe ich ein bisschen was verraten. Bis zum 10. seid ihr mich auf jeden Fall nicht los. Danach müssen wir mal gucken, was die besprechen, aber ich denke mal, nach der Pressekonferenz gibt es dann spätestens wieder einen Vlog. Hoffentlich dann auch draußen, weil dafür war das Vlog-Equipment natürlich auch bedacht. Und heute Abend halt Pummelparty. Bin gespannt, wie das wird. Und ja, ich glaube, das. Ich glaube, ich hab's soweit. Ja. Und danke zum Schluss dieses Vlogs. Ein riesen Dankeschön an die Bitzer und an meine Personalabteilung. Es ist wirklich krass, was ihr mit dieser Firma macht. Also für die, die jetzt neu einschalten, ich spreche immer von Firma, weil ich sowohl für Wolfspeed halt übelst feier. Und wir haben halt ein paar Alerts, was an Wolfie angelehnt ist. Ich sag nur Gloria als Beispiel. Und wenn jemand eine Sub-Bombe mir gönnt, spreche ich immer davon, dass wir quasi neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und dementsprechend rede ich halt eben davon, dass ich eine Personalabteilung habe. Weil ich bin zwar der Chef von dem Ganzen, also ich bin quasi ja der den Stream macht. Aber ohne die Personalabteilung könnte man das auf jeden Fall nicht in diesem Stile machen, wie es der Fall ist. In dem Sinne, ganz, ganz vielen lieben Dank an die komplette Personalabteilung, an die Bitzer,
Natürlich aber auch an die Follower. Nicht an die, die hier reinfolgen und sagen, der und der ist tot. Du kannst mich mal. Naja. Ne? Was? Ja, gut. Danke aber auch an die Lurker. Danke an die, die wirklich Rekorde aufstellen, was Watchtime angeht. Danke an jeden Alert, an jeden Lurker. Also, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ihr seid einfach übelst krass. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Feiertag. Gehabt euch wohl. Einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja nachher im Stream. Oder im Stream gesehen zu haben. Ich wünsche euch einen guten Mai. Haltet, wie gesagt, durch. Bleibt gesund. Und wenn Fragen sind zu diesem Video oder auch zum letzten. Leute, wir haben da fast 100 Aufrufe. What the fuck? 100? Das ist heftig. Hatte ich noch auf keinem Video tatsächlich. Wenn Fragen sind, meldet euch. Wenn irgendwas unklar ist, zu mir oder zu meiner Person oder was auch immer, meldet euch. Egal ob im Livestream-Chat oder hier oder im Video. Schreibt mir eine Privatnachricht. Und in dem Sinne würde ich sagen, let's fucking go. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns heute Abend. Ciao, ciao.